Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity, die Bonusparts. Wir sind hier gerade im Bezirk über der Brücke von der Stadtinsel, sag ich mal. Und wir haben ja ein bisschen ein paar Koop-Missionen gemacht und jetzt wollte ich wieder irgendwelche Singleplayer-Missionen machen. Und dann machen wir einfach mal das. Okay. Dann laufen wir bitte nicht die Sperrzone. Duchesse de Frimier. Ja, den Dieb könnte ich jetzt rammen, aber ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich mich hier vorbeischleiche. Nicht, dass die Typen mir gleich wieder auf die Fresse hauen wollen. Kannst du bitte ein bisschen schneller gehen, Duchesse de Frimier? Gut. So ging es auch, würde ich sagen. Mal kurz an meinen Kopf, oder? Wer ist diese Alla-Lanterne? Die Mission ist ja auch so. Oh, mein Spiel ist gerade fast gecrashed. Zumindest sind die ein bisschen zu schwach gerade. Ich meine, es ist Level 2 Mission. Ja. Geht's noch weiter? Ich erinnere mich so ein bisschen vom Look an das Damen-Outfit aus Liberation. Ich weiß nicht, ob die sie auch angegriffen hätten, weil es waren ja auch böse. Also, Royalisten. Kann natürlich sein. Die habe ich einfach mal präventiv getötet. Ja, beweg dich, Duchesse. Das war Duchesse nochmal für ein Titel. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür einen äquivalenten deutschen Titel gibt. Aber gut. Wir sind übrigens schon fast auf dem Rang, den ich auch in meinem Singleplayer-Playthrough von vor x Jahren hatte. Habe ich gemerkt, wir können aber ganz kurz gucken. Das ist, glaube ich, hier. Assassinenrang. Wir sind hier jetzt Elite-Offizier und ich war, glaube ich, schon Champion. Also, ich habe gefühlt den Rang gehabt und da habe ich ein bisschen gespielt, bin dann noch Champion geworden. Also, ich musste erst ein bisschen wieder ins Spiel reinkommen, weil es halt schon, ich habe ewig kein Assassin's Creed mehr gespielt, so. Also, das ist eine Lüge, ich habe direkt davor Assassin's Creed gespielt, aber halt, die ganz neuen oder die etwas älteren. Und dann wollte ich erst ein bisschen das Spiel reinkommen, weil ich wusste, dass das eine etwas andere Steuerung hat. Ja, das heißt, wir sind bald so weit, wie ich schon mal war. Und ich habe halt auch den DLC gespielt, aber ich habe halt absolut keinen Koop. Doch, ich habe Koop-Missionen gemacht, aber nicht viele. Ich glaube zwei oder so, aber damals war mein Internet noch echt scheiße. Da ist nur eine 3000er Leitung. Und das ging da alles nicht so gut. Ist das dein Haus? Bitte sag ja. Ach nö, es geht noch weiter. Ach, hier ist niemand, verpiss dich. Sind das eigentlich böse? Ach nö. Verbündete wird angegriffen. Achso, unhöflich, Freund. Ach ja, du willst mich umbringen? Dann zeig da mal her. Au, er bringt mich wirklich um. Das Edelschwert ist irgendwie. Es wäre cooler, würde ich dann noch Blitze schießen können. Aber leider ist es auch ein starkes Schwert. Na los, beweg dich. Also ich verstehe schon,
dass man Escort-Missionen einbauen kann, aber wenn sie ja so fucking langsam sind und richtig langweilig, warum? Hab Dank, mein Herr. Ja, kein Problem, hätte es noch ein bisschen schneller machen können. Es hat jetzt 5 Minuten gedauert. Ja, à la Laterne, klar. Das hat mich echt gar nicht interessiert. Ich wollte eigentlich nur auf die Karte gehen, um die nächste Mission zu machen. Nostradamus Rätsel, perfekt. Die werde ich sowieso nicht schaffen. Aber gut. Ja, also, ich weiß nicht. 5 Minuten für so eine Mission. Also. Das hätten wir ruhig doppelt so schnell machen können. Ich hab die auch vom Marsch gesehen, Penner. So. Hier irgendwo hoch. Mal wieder hier weiter im Voraus aus, nicht mehr ganz so viel. Wir haben es jetzt irgendwie. Ich glaube, ich habe es noch. Okay, es kann sein, dass ich nur 3 Wochen habe. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Aber es ist schon wieder eine halbe Woche rum, seitdem ich wieder aufnehme. Also eigentlich 2 Tage. Aber gut. Stein. Okay, ist auf der anderen Seite. Okay, das hier. Ich habe das doch schon mal gesehen. Erhabene Herrscher deiner Fassade. Sehen versteinert den Hinrichtung. Okay, Hinrichtung zu. Es muss irgendwo da vorne sein. Okay, soll mal lesen. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn dein Innerstes ein Raub der Flammen wird. Also, ich glaube, das Haus ist gemeint. Oder irgendwas am Haus. Auf jeden Fall hier dieser Platz. Weil da so werden die Hinrichtungen gemacht. Irgendwelche steinernen Visagen. Ist es direkt das hier? Also das funktioniert gerade echt ein bisschen zu gut, muss ich gestehen. Dann habe ich es nicht gerechnet, dass ich alle ausschalten kann. Ich war nicht darauf vorbereitet, direkt auf die Fresse zu bekommen. Hallo, darf ich? Okay. Steinerne Visagen. Ich weiß nicht, was mit dem Innerstes anfangen soll. Heißt das, dass ich reingehen soll? Mir geht's super an selbst. Boah, da stand ja irgendwas mit Fassade, ne? Kletter ich mal hier hoch und hoffe, dass mein Adlergewehr fährt. Ja, so. Es ist anscheinend nicht hier vorne. Das war falsch. Wir müssen auf Datenbank gehen. Fallakten. Warum auch? Okay, das habe ich einfach. Das haben wir irgendwann mal gemacht. Noch im Hauptspiel. Innerstes deiner Fassade. Sehen Verbrenner den Hinrichtung zu. Okay, es ist direkt da oben anscheinend. Ich glaube, es sind mal 3 oder 4. Ich weiß es nicht. Ich glaube, 1, 2 und dann letztes steht da immer. Ja. Ich glaube, das nächste ist das, was ich schon als erstes gefunden habe? Obwohl, nee. Dann kommt noch 1. Ja, ich muss 3 Dinger, ich muss 4 Dinger finden. Verwaister Turm, was ist aus dem Rest geworden? Der Beginn einer Pilgerreise. Erinnerungsfetzen hängen von den Schnäbeln der Chimären. Atmosphärischer Druck an einem, Alchemie am anderen. Ich tippe darauf, dass es beim Cour des Miracles, hieß das so? Weil hier sind ja irgendwie Türme, aber irgendwie nicht alle. Also da fehlen ja Türme. Ich bin nicht so ein Sherlock Holmes, muss ich gestehen. Es könnte der sein oder der andere. Oder ist was komplett anderes und ich denke viel zu falsch. Ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwo eingestürzte Türme gibt oder so.
Ich höre irgendwie ein Geräusch. Es ist nur die Frage, wo, ne? Deswegen hilft mir das nicht so wirklich. Wo müssen wir denn hin? Ich hasse, dass das Adlerauge so lange braucht, um sich aufzuladen. Also es könnte einfach dieses Geräusch sein, das von dem Aussichtspunkt kommt, ne? Ich weiß es nicht. Aber gefühlt bin ich hier nicht falsch. Ich glaube, es kommt vom Aussichtspunkt. Ha. Huh. Ja gut. Was steht denn dann noch? Fallakten, Steinbock. Letztes Rätsel. Ja, okay, das hilft mir nicht weit. Der Beginn einer Pilger, also Erinnerungsfesten hängen von den Schneebel, atmosphärischer Druck an einem, Alchemie am anderen. Es ist. Ich guck mal kurz online. So, ich lag natürlich mal wieder komplett falsch. Es hat irgendwas mit diesem Ding hier zu tun. Weil als verweist, ich habe das falsch interpretiert mit, es ist nur noch einer, stand doch da, ist nur einer übrig, oder? Ich habe gerade nicht den Text davon offen. Hab keine Ahnung, ich glaube, es ist oben drauf. Muss ich mal gucken. Ja, also ich habe es falsch interpretiert, als, weil ich habe ja gelesen, irgendwie nur noch einer übrig. Und da dachte ich, ja, okay, macht Sinn, wenn es das ist, wo angeblich, also wahrscheinlich mal vier Türme standen und irgendwie nur noch anderthalb stehen. Aber, ja, war nicht ganz richtig. Hier oben war eine Konkarde. Haben wir das geschafft? Ja, wir können eine Tür öffnen. Das ist uns aber erstmal egal. Wir haben noch eine Assassinen-Mission hier zu tun. Ich hoffe mal, dass wir die noch irgendwie freigeschaltet bekommen. Weil ich habe hier gerade keine mehr. Und dann machen wir hier nochmal Löwe. Vielleicht macht das immer so, dass ich jetzt einfach erstmal versuche, das hinzubekommen. Und wenn es so läuft wie jetzt, dass ich es halt einfach gar nicht finde, dann gucke ich halt online. Haben wir dafür extra mein Tablet jetzt mal aufgestellt. Also mein Tablet-PC-Ding, mein Surface. Weil am Handy ist es immer blöd. Dann will ich auf irgendeine Seite gehen. Ist das, da kommt erstmal so ein scheiß Cookie-Banner, wo ich so sagen muss, na, ich möchte keine Cookies haben. Und dann, ja, dann kommt da noch 1000 Millionen mal Werbung, weil ich habe gerade keinen Adblocker-Browser installiert. Beziehungsweise Firefox hätte ich es, glaube ich, sogar auf dem Handy, aber den benutze ich eigentlich für die wenigsten Sachen. Nur auf Seiten, die ich mir mit Chrome angucke, wo dann halt, also die ich halt irgendwie brauche und wo dann einfach Millionen, tausendfach Werbung kommt, die alles kaputt macht. Aber gut. Ja. Machen wir erstmal weiter. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele es von diesen Dingern gibt. Okay. Das ist ein komisches Zeichen, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Über den dunklen Schatten der ehemaligen Bastion beobachtete der große steinerne Wächter still, wie der 9. Monat sein Blut vergoss. Junge, was? Also, alte Bastion. Ne, Karte möchte ich. Ich möchte nicht das Ding aufmachen. Wieso zeigt ihr mir das immer an? Alte Bastion. Also jetzt tippe ich mal darauf, dass das entweder das ist oder das. Ha. Huh. Da ich... Was war denn das Ziel? Irgendwas mit Turm? Ist das eine alte Bastion? Ist das hier die alte Bastion? Ich weiß es doch nicht. Hä? Hey. Einmal, Datenbank. Löwe. Der ehemaligen Bastion. Über den Schatten. Enzyklopädie-Orte. Was für fucking Hotels auch immer. Bezirke de Cour des Miracles.
Armenviertel, aha. Okay, anscheinend ist das keine Bastion gewesen. Hier sind tausend Sachen, die ich eigentlich alle mal durchgegangen bin schon, aber wo sich das Spiel so denkt, ne, hat er nicht. Gut, dann tippe ich mal darauf, dass es das sein wird, aber was heißt das mit Schatten? Also ich schon mal nebenbei eine Google-Suche gestartet, wenn ich nicht weiterkomme, kann ich das auch machen. Okay, das ist was anderes, glaube ich. Das ist nicht das Löwe-Symbol. Wahrscheinlich ist der Kurt der Miracle doch eine alte Bastion, also das Spiel mich verarschen. Was bist du denn? Okay, nichts Relevantes für mich, schade. Eine kurze Pause. So, ich lag schon wieder falsch. Es ist nicht diese Bastion, sondern die Bastion. Und es hat irgendwas mit diesem September-Massaker zu tun, wo ich natürlich auch genau Ahnung von habe, was das jetzt war. Also, klar, ich weiß, was es war, weil wir die Mission dazu gespielt haben, aber... Oder was? Was ist überhaupt eine Mission? Könnte auch eine Koop-Mission gewesen sein. Obwohl, ne, den Typen... Das war, glaube ich, der September-Massaker. Ja, aber ich habe da ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, weil... Was zur fucking Hölle? Da müsste ich ja aufpassen. So, das nächste ist irgendein Friedhof, das habe ich mir schon gespoilert. Die Märtyrer des Herodes in ihrem zeitlosen Tempel suchen das Werk des Alchemisten heim. In ihrem makaberen, lautlosen Tanz. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Es ist. Ja, okay, das ist der hier. Ich wusste das natürlich auch so, ohne dass ich. Oh, was ist denn das, ey? Dass man sich nicht mal mehr fallen lassen kann, einfach. Ich meine, ich würde ja den Fallschaden auch hinnehmen. Ich will doch einfach nur runterkommen. Ja, auf jeden Fall, habe ich natürlich auch so gewusst. Ganz klar. Hier sieht man auch, die Taten meiner... Oder die... Ergebnisse meiner Taten. Wir wollen jetzt aber erstmal... Das Ding, Was wollt ihr von mir? Okay, ich höre hier irgendwas. Da ist es, perfekt. Hier muss ich offenbar mal nicht die Karte rausholen. Im Bauch der Welt wartet der heilige Hirsch auf... Warte mal. Wartet der heilige des Hirsches auf seinem südlichsten Helfer, um... den göttlichen Himmel zu erreichen. Was? Also, ja, okay. Im Bauch der Welt. Das heißt, ich würde sagen, im Untergrund? Okay. Der Bezirk Le Ventre de Paris heißt nichts anderes als, okay, gut, ich kann kein Französisch, oder weiß ich das nicht. Wo ist denn Le Ventre de Ding? Also ich habe das natürlich gerade nachgelesen. Okay, das ist der Bau. Und der südlichste Helfer. Also. Warte mal, wo ist denn hier Norden? Sieht man das? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendein Norden-Symbol übersehe. Aber ich tippe mal auf, dass das hier Norden ist. Dann würde ich nicht sagen, dass der südlichste Helfer das Ding ist, sondern. Weiß ich nicht. Ich könnte auch. Okay. Ja, okay, das könnte schon sein, wenn man weiß, was das Ventre de Paris, der Bauch heißt. Also der Bauch von Paris. Muss man aber erstmal wissen, ne? Also diese Rätsel sind so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja, okay. Wir stapeln unsere Toten dafür um. Also wo haben Paris eigentlich keine Toten gestapelt? Könnt ihr mir das erzählen? Im Untergrund ist alles voll, unter den Dächern ist alles voll. So, erstmal wieder laufen. Muss ich glaube mal kurz mein Handy entsperren, deshalb bin ich nur kurz, langsam gelaufen. Und das soll irgendwo auf so einem komischen Turm sein. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht
komplett töten. Ich wollte ihn eigentlich wieder so hinfallen lassen. Okay, und hier oben soll das irgendwo sein. Oh. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir den Bezirk, glaube ich, auch fertig, bis auf die eine Mission, die noch fehlt. Die hoffentlich noch kommt. Ich habe keine Lust, noch die Helix-Credits auszugeben. Och, Anno, wieso kommst du da nicht hoch? Da hätte er doch wirklich hochkommen können. Das war ja nicht mal was Kompliziertes oder so. Ja, ja, ich möchte nicht die Helix-Credits ausgeben. Was wollte ich noch sagen? Und deshalb hoffe ich, dass, die noch irgendwie kommt. So. Als nächstes machen wir dann den Bezirk hier fertig, würde ich sagen. Den Mordfall. Und Kanalratte. Dann haben wir den Bezirk. Okay, hier fehlt noch irgendwie ein zweiter. Es gibt hier noch einen mysteriösen Mordfall. Hoffentlich hängt er mit dem zusammen. So. Das verstehe ich nicht. Jetzt steht da unten 1 von 1, dass wir es abgeschlossen haben. Aber vorher stand doch da 1 von 2, dass hier noch der hier gefehlt hat, den wir gerade geholt haben. Weiß ich auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber noch kurz hier zum obwohl, nee, beim nächsten Mal machen wir gar nicht hier weiter. Wir machen da mit den Koop-Missionen weiter. Damit ich hier hinter mir habe. Und jetzt holen wir noch das erste Rüstungsfragmenten-Ding. Oder stecken unsere Fragmente da rein, um das erste Rüstungsteil zu bekommen, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wo der reguläre Eingang war. Ich weiß nur, dass wir hier durchkommen. Oder auch nicht. Ja, ich möchte da runter, Arno. Okay. Ja, geil. Also, so wünscht man sich ein Spiel. Also, wenn man so ein Feature hat, dass man runtergeht und das und die Taste dafür drückt, dann möchte man, dass das Spiel sich so denkt, hey, der möchte nicht runter. Hier geht's nicht runter, geht's so. Ich habe echt keine Ahnung, wo der war. Ich glaube, der war irgendwo hier vielleicht. Da. Ja, perfekt. Wollen wir da? Ne, da geht's zum Heiligtum. Wir wollen das hier einfach hier unten machen, ne? 5 Stück haben wir. Okay. Cool. I guess. Warte mal. Wir haben ja alle Kisten, aber ich hab's trotzdem einen. Okay. Immer was? Ach, warte mal hier. Ich muss das Symbol suchen. Da brauche ich das Ding, was da glaube ich. Okay, ich hab's richtig. Dann haben wir das M-Ding. Ich habe keine Ahnung, was das sind. Ich glaube, es könnte Skorpion sein oder so. Da brauchen wir so ein ähnliches. Oh Gott, das sind alles dieselben. Praktisch. Da brauchen wir eins, was oben drei gespalten ist. Das ist es nicht. Aber das andere war richtig, oder? Das O-Ding, ja, das ist zweigespalten. Dann, ne, das ist das Richtige. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist das Schützensymbol. Schütze war da hinten. Oh Gott, das ist ein kompliziertes Ding. Nochmal bitte. Das kompliziert genug oder? Das sieht kompliziert genug aus. Und dann brauchen wir noch Wassermann. Wassermann ist so ein breites Ding. Also nochmal, okay. Okay. Kommen wir einfach so hoch, oder? Natürlich nicht, das wäre auch zu viel verlangt. Okay. Ah, okay, ich verstehe, was wir tun sollen.
Natürlich muss hier noch Assassinen-Kletter-Action eingebaut werden, das Rätsel war nicht schlimm genug. Runter tippe ich. Okay. Nochmal abstoßen. Mache ich das gerade richtig? Das sieht so aus. Ja, spring noch da hin. Oder. Achso, ich muss. Also ich hätte jetzt erwartet, dass wir da rüber springen können einfach. Okay. Okay, ich verstehe. Also ich verstehe es gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal den Weg wieder zurück. Und eine Kiste. Und da ist wahrscheinlich ein Artefakt oder sowas drin. Was auch in unser Dings kommt. Aber es könnte auch so eine neue Scheibe sein, ne? Für das Ding da unten. Neues Andenken. Okay. Okay, da ist nichts Neues dazugekommen. Vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.